Salam, Freunde, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich hole hier gerade Nerd ab. Und zwar machen wir heute direkt am ersten Tag von Kaniavis Shisha-Bar-Eröffnung. Fahren wir dahin und werden mal schauen, wie das ist, werden es bewerten. Ihr wisst, ich rauche seit, keine Ahnung, 5 Jahren, 6 Jahren Shisha. Deswegen glaube ich, ich war schon in einigen Shisha-Bars, auch in der Welt, keine Ahnung, in Prag, in Istanbul, in Deutschland, in sehr vielen Städten. Und deswegen, ich glaube, ich kann das ganz gut bewerten. Auf jeden Fall hole ich jetzt Nerd ab. Der kommt jetzt gerade, glaube ich, aus der Tür. Ich glaube, das Licht ist angegangen. Und dann hole ich noch Hakan ab und dann machen wir uns auf den Weg und nehmen euch mit. Und ich hoffe, Kaniavi hält, was er verspricht, Leute. Oh, da ist der Keck auch schon. Wie man ihn kennt und wie man ihn liebt. Guck jetzt, wie er versucht, die Tür aufzumachen. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt, wie ich ihn ficke. Ja, das ist ja schon witzig, Bruder. Was für witzig? Das war schon witzig, sei ehrlich. Gib jetzt Hand, komm. Ja, ja, war okay, war okay. Bruder, nimm deinen Impfausweis mit. Also, bis gleich, beeil dich bitte. Ah, so Leute, wie ihr mitbekommen habt, der hat der Idiot seinen Impfausweis nicht mitgenommen. Hat er einfach vergessen. Naja, ich geh den jetzt schnell hochholen und dann fahren wir auch los. Hackern holen und dann geht's auch los. Ich möchte auch endlich mal da sein, weil ich möchte ja gucken, was da abgeht. Boah, wie weiß meine Zähne in diesem Video aussehen, obwohl die eigentlich Geld Deluxe sind mit Zahnlücke mit. Guck. Junge. Ja, auf jeden Fall, ey, wir fahren jetzt nach Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wie der auf solche Ideen immer kommt. Innerlich wünsche ich mir ein bisschen, dass es nicht zustande kommt, damit wir Tageshausparty stürmen können von Angry Birds, aber... Hausparty? Ja, Bruder, Walla, frag nicht. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt zu Kanya. Hast du schon das Intro gemacht? Ja, so. Warum laber ich dann, Digga? Ja, boah, ich wollte nur zeigen, dass ich euch beide... Ey, Kahn, du, wir kommen und wir bringen Berran TV mit. Check gar nichts, Bruder, valla. Çözülmeyen sorunlar var. Bu benim da marihuana, kokaina, ahını sanda, zombira, marihuana. Ja, Bruder. Wir sind jetzt da, Bruder. Bruder, gerade war herbe Stress, Alter, mit Kahn und so. War. Der meinte so, ich glaube, der hat TV ausgekommen, keine Ahnung. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt da, am Start. Also, das und ist ein exklusiver Club, Leute, und damit wir reinkommen, müssen wir, glaube ich, viele Follower haben. Das haben wir nicht, aber der junge Mann neben uns hat 40.000 Abonnenten auf TikTok. Hol mal dein TikTok schon mal raus, Bruder. 50.000. Bruder, und draußen, es regnet auf jeden Fall, deswegen ist draußen... Nix am Start. Haut rein, Leute. Ey, Mert. Sind wir die allerletzten, die in Kanya und Shisha aber reinkommen? Ich glaube schon. Wir sind die allerletzten, Leute. Wir sind die allerletzten. Hakan, ich filme dich, Bruder, wie du hier reingehst. Ja, ja, korrekt. So Leute, wir sind jetzt am Start hier, haben uns hingesetzt und ich bin mal gespannt. So, man sieht, dass hier ein bisschen schon was los war. Aber was sollen wir machen? Wir haben jetzt auch nicht die besten Plätze bekommen, aber ist ja klar, wir sind als letztes reingekommen. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Pfeife, weil darum geht's eigentlich, Leute, darum geht's. Kahn haben wir auch schon getroffen, der hat uns schon gegrüßt. Aber der hat viel Stress, deswegen. Kuba haben wir auch schon getroffen. Kuba, grüß dich raus, Bruder. Vielleicht wechsle ich mal zu dir, wenn ihr genug Geld habt. Und dann sehen wir uns, Bruder. Hau rein. Leute, mehr anstatt dass er mit Hakan und mir redet, spielt der eiskalt. Bitte guckt euch das an. Hallo, Mert. Was
Was sagst du, Bruder? Wie ist die Pfeife? Die Pfeife ist neu. Ich muss noch ein bisschen anrauchen, aber der Geschmack ist sehr gut. Ich habe Whiteberry Fresh bestellt. Schmeckt sehr gut. Die Pfeifen sind auch neu komplett. Und Smoker. Neue Steinköpfe, alles neu, ne? Keine alten Pfeifen und so. Also Pfeife bin ich bis jetzt zufrieden. Ich melde mich nochmal, wenn ich die angeraucht habe, Bruder. Du geliebtest mir. Welcher Sound? Das klingt. Ja. Bisschen. Deiner sind auf jeden Fall kompetent. Ja, und nett. Ich glaube, der hat gut im Werden. Bruder, also sag dir ehrlich, ne? Die Pfeife ist nicht schlecht, es gibt zwar bessere, aber für die Verhältnisse, für den ersten Tag super Pfeife, es kratzt nicht, es drückt nicht und vor allem, es kam relativ schnell. Wenn man vergleichbar mit den Shisha-Bars in unserer Stadt vergleicht, sieht die gut oder vielleicht besser. Nerd, was sagst du deinem Wasser, Bruder? Ich schwöre, der schmeckt aber bitter. Walla, it's no joke, der schmeckt bitter. Ich weiß nicht warum. Ja, der Wasser kriegt von mir eine 5 von 10. Thank you.